Hallo, hallo Menschen da draußen, willkommen zum ersten Ende von Harveys Neue Augen. Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nah. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu mach es nicht. Weiter. Leg das Messer weg, mach tu, weiter. Was man dir sagt. Mach weiter. Okay, das erste Ende, das wir wählen, ist erstmal das ganz, ganz schlimme Ende. Wir stechen jemanden ab. Eigentlich ist das das Ende von Lilly, von Dr. Marcel, von allem. Das heißt, wir machen erstmal das Bad End. Das Dr. Marcel abstechen. Okay, also, macht schon, wird schon Sinn machen, dass sie wirklich, aber ich rede später noch kurz drüber. Selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen, auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl stechen müsst. Ja, dieses Ende ist eigentlich das Schlechteste. Ich meine, es sind, es ist, ja, das sind Halluzinationen, Edna und der Polizist. Weil, offensichtlich, er ist ja fortgefahren und hat gesagt, er kommt in 2 Tagen wieder. Warum sollte er dann auf einmal gefangen genommen worden sein von Dr. Marcel? Die Oberin wäre auch niemals in der Zelle drin. Also, er hat ja nur was gegen Kinder. Im schlimmsten Fall hätte er Edna gefangen, aber dann hätte er auch schon diese Hypnose an ihr gemacht und nicht nur an der Oberin. Also macht schon Sinn. Aber Credits gibt's dann im dritten Teil vielleicht länger, ich glaube auch nicht. Aber das war's für ein Ende von 3. Wir gucken uns natürlich noch an, was in den anderen Enden passiert. Ja?
Weil die Credits haben wir eh schon im Intro gesehen, am Ende. Ach ja, also. Hauptmenü, danke für alles, Leute, ne? Hey, Bienenmann kann fliegen. Tatsächlich geil. Na gut. Dann bis zum dritten Ende. Zweiten.